Hallo erstmal, heute geht es wieder um eure Fritzbox. In dem Fall möchten wir heute auf allen vier Ports, wenn es möglich ist, Gigabit einstellen, weil standardmäßig drei von den vier Ports auf 100 Mbit sind, wenn man zum Beispiel eine 7490 oder eine 6490 hat, wie in meinem Fall. Gehen wir zunächst in den Browser und öffnen unsere Fritzbox. In dem Fall entweder die IP-Adresse oder fritz.box. Dann geben wir unsere Zugangsdaten ein, falls vorhanden. So, dann lädt er erstmal. Das können wir ignorieren. Lädt einmal die Oberfläche und dann wird man auf Heimnetz und auf Heimnetzübersicht gehen. Dann lädt er einmal kurz alle Geräte. So, dann bekommen wir alles angezeigt. In meinem Fall habe ich ein 200.000er Internet. Und wenn man 200.000 hat, müssen die Ports auf 1 Gbit gestellt sein, damit man die volle Bandbreite von 200.000 auch nutzen kann. Dann gehen wir jetzt auf Netzwerkeinstellungen, lassen kurz laden und bekommen nun einmal die einzelnen Ports angezeigt. Wir sehen hier 1 Gbit. 100 Mbit. Standardmäßig ist es so, dass der LAN 1 ein Gbit ist und die anderen drei der Green Mode. Selbst wenn man eine Config mit allen auf Power macht und neue Reihe einspielt, wird es immer wieder das sein. Dass hier die 100 Mbit sind und da ein Gbit. Das heißt, einmal hier alle auf ein Gbit setzen und dann einmal unten auf übernehmen. So, das wär's für dieses Mal. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Vielen Dank.